Ich werde singen. Ihr und jetzt live. Vive la France! Ja? Ich würde eher sagen, Gott steh uns bei. Ich habe Musik studiert. Wirklich? No, das war eine Lücke. Oh Linda, mon amour. Aber ich vermisse dich. Und die Massage von Dick. Wenn du mich mit deiner Hand schöne Massage und fick. Moin Moin Freunde der Nacht und herzlich willkommen im Studio 96. Dieses Mal steht wieder eine Analyse unseres Champions auf dem Programm, allerdings in einem sehr neuen Setting. Es wurde Call of Duty Modern Warfare gezockt und das will ich mir nun für euch genauer ansehen. Aber vorher bin ich neugierig und will schon mal schauen, wie es ausgegangen ist. Oh, oho, unser Champion war sogar ganz gut. Er führt in seinem Team und 24 Abschüsse sind recht okay, würde ich meinen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es dazu kam. Also lasst uns das... Tommy, du musst mir helfen. Ich rieche meine Chance, es wird ganz fantastisch. No, es wird fantastisch. Ah, Herr Professor, ja, Sie stören auch gar nicht. Was wird fantastisch? Warum sind Sie so aus dem Häuschen und wo ist Linda und was ist das für ein Ding da? Ach, das ist eine Gitarre. Tommy... Du weißt, das letzte Mal ist nicht gut gelaufen für mich. Und Linda ist, wie sagte man, sauer. Oui, sauer. Ja, ich erinnere mich. Ist sie etwa immer noch sauer auf Sie, Professor? Oui, es ist schlimm. Du kennst sie. Sie ist wie Gänseblüme, zart und zerbrechlich. Aber ich habe phänomenale Idee. Ich werde singen. Ihr und jetzt live. Und Linda wird es hören und mich vermissen auch noch. Und ich werde ihr Herz im Sturm zurückerobern. Wie die Bastille. Vive la France. Ja? Ich würde eher sagen, Gott steh uns bei. Aber wie jetzt? Sie wollen meine Sendung mit ihrem Geheul vergewaltigen. Ich meine, Sie wollen die Sendung schamlos für ihre privaten Mist missbrauchen? Oui, exactement. Genau das möchte ich. Und Tommy, pass auf, Linda wird ihr anrufen und sagen, wie sie mich vermisst und ich der Mann in ihre Träume bin, no? Ja, sie sind auch der Mann meiner Träume, meiner Albträume. Ich weiß nicht, ob und überhaupt. Vielleicht geht das ja auch noch hinten los. Mon Chou, wo bist du? Wo bist du? Ich liebe dich. Vielleicht sollen Sie die Gitarre erst einmal stimmen, bevor Sie losträllern. Sie ist gestimmt. Da liegt es wahrscheinlich an Ihrem Gesang. Liegt es nicht? Ich muss es wissen. Ich habe Musik studiert. Wirklich? No, das war eine Lücke, aber egal. Ich war nicht lieb. Doch vergib mir. Denn ich liebe dich mehr als Bier. Unsere Zeit war so sweet. Doch es geschieht ein Unglück. Komm zurück. Das klingt wirklich ganz nett. Ich bin sicher, damit haben Sie Lindas Herz für immer im Sturm erobert. Ich sehe es schon vor mir. Die Frau kann ihre Finger bestimmt nicht mehr von Ihnen lassen. Schweig still! Ignoranter Cretin! Ich bin nur noch nicht fertig. Unsere Zeit war so sweet. Doch es geschieht ein Unglück. Komm zu mich zurück. Oh Linda, mon amour. Kommt da jetzt noch was? Oder sind Sie hoffentlich fertig damit? Das war's. C'est tout. Ich bin fertig. Bravo. Das war sehr gut, Professor. Sehr gut. Regie, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh, mein Telefon.
Es ist Linda. Ich erkenne es am Titel. Der Klingelton. Eiste. Morningflower, ne? Ja, meine Blüme. Linda? Linda? Bist du's? Bonjour. Ja, ich bin's. Es ist die Liebe selbst, Tommy. Mama, ich mach laut und du wirst hören, wie ich sie bedürft habe und wie sie da in schmelzt. Oh, bonjour, du bist es wirklich, mon amour. Hast du die Chanson gehört, die ich gesungen habe für dich? Ja, ich habe gehört, die Gekratze und Gejaule. Ich musste mir zuhalten Ohren und ich musste weinen. Weinen? Wirklich? Vor Gefühl und Sehnsucht nach mir, nehme ich an, ne? Nee, nicht vor Gefühl, vor Schmerzen. Es tat weh, ja, weh. Mein linkes Ohr hat geblutet. Aber du hast da Viehzeug vertrieben. Habe ich das jetzt richtig verstanden, Professor? Sie haben mit Ihrem Gejammer Viehzeug vertrieben. Was für Viehzeug überhaupt? Aber ich vermisse dich und die Massa von dich. Wenn du mich mit deiner Hand schöne Massa und fick. Tommy, was hat sie da gesagt? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich weiß nicht, was du verstanden hast, Regie, aber das, was ich verstanden habe, möchte ich gern zurückverstehen. Ich möchte es zurückwissen. Ich wollte sowas nie hören. Also, ich vergebe dich, mein Professor. Und ich komme vorbei. Ich komme gleich vorbei und gebe dir Massa deines Lebens. Ich komm vorbei. Was? Entschuldigung, ich meinte, was? Die alte, Linda, kommt her? Bruder, ich muss los. Nee, noch besser. Prof, pack dein Gitarren-Dings da und raus, schnell. Ich? Raus? Wieso ich? Aber Linda, sie will doch herkommen. Ja, das ist ja das Problem. Ich meine, ja, das ist wunderbar. Aber nur nicht für mich. Kommen Sie, Professorchen, hopp, hopp. Da ist die Tür. So. Kommen Sie. Ich mach die Tür auf. Hier, Professor. Raus. Gut. Tschüss. Linda. So, jetzt schnell zurück zu unserem Spiel. Der Champion ist wieder unterwegs und er macht wieder einen Kill. Was passiert? Da, vorne. Schieß. Oh, er hat ihn nicht erwischt. Vielleicht hilft die Granate. Nein, das ist scheinbar nicht da. Was? Oh, das war... Puh, der Bursche wusste bestimmt nicht, woher es kam. Da lag er schon. Unser Champion hat ihn zu Boden geschickt und weiter geht's. Ja, der wilde Kampf brennt. Wieder ein Kill. Sehr schön, ein schöner Schuss. Er muss nachladen. Das kostet Zeit und diese Zeit wurde schamlos ausgenutzt vom Gegner. Aber unser Champion ist schon wieder im Spiel und rennt los, stürmt durch diese Bruchbude. Und da ein Kill. Wunderbar. Was macht er? Da kommt einer. Wieder ein Kill. Ein Kill, sehr schön. Der Champion hat einen Lauf. Er hat einen Lauf, findet da unten einen Gegner. Nein, wieder hoch. Komm hoch, die Treppe. Raus. Raus aus der Hütte. Stell dich dem Kampf. Und da ist der Gegner und er macht den letzten Kill. Oh, die Granate zählt nicht mehr. Er hat den letzten Kill gemacht. Gut. Die Wiederholung wird es uns zeigen. Oh, ich bin richtig aufgeregt. Ein schöner Kampf und ich habe ihn verpasst wegen diesem Jammerlappen vom Professor, der sich einlullen lässt. Da ist die Wiederholung. Da ist der letzte Kill. Gratulation an unseren Champion. Und ich verabschiede mich von meinen Zuhörern und Zuschauern, ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft gut und bis zum nächsten Mal. So sweet. Doch es geschieht eine Unglück. Komm zu mich zurück. Oh Linda, mon amour.